Okay, rein. Es gab diese Idee, eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir wollten damit... Ab nach Sylt, sage ich! Großes erschaffen. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können. Die zu groß für sie sind. Bam, bam, da, da, badam. Wir befinden uns im Jahr 1995. Alle Menschen sehen so aus, als würden sie im heutigen Berlin wohnen. Mein Nachbar Totoro ist der angesagteste Kinderfilm, der im Fernseher läuft. Und Technik befindet sich, wir sagen mal, in einer Findungsphase. So sieht das neueste Gerät aus. Auch Gaming ist angesagt wie noch nie zuvor. Und ja, die neue ultra-realistische Grafik lässt Kinder vor den Konsolen ihr Herz aufgehen. Nintendo 64 kommt. Super realistische Grafiken. Die Deutsche Bahn, auch damals schon relativ unpünktlich. Die Verspätung stolze 17 Minuten. Führt ein sogenanntes schöne... Wie kommt es eigentlich, dass es dieses Meme gibt, pünktlich für ein deutscher Zug in anderen Ländern, aber die Deutsche Bahn war noch nie pünktlich. Wochenende-Ticket ein. Für unschlagbare 15 Mark kann man mit 5 Personen 2 Tage lang überall in Deutschland hinreisen. Und wie zu erwarten, stürmten daraufhin Millionen von Menschen auf die Zugverbindungen, um irgendwie an einem schönen Fleckchen Erde ihren Urlaub zu genießen. Das Dosenbier haben sie sich mitgebracht. Überall sitzen junge Leute auf dem Boden. Der Suchtnetz ist im Moment keine Verbindung. Das war schon 1995 so. Ich sitze immer noch auf dem Boden. Ich bin letztens nach Köln gefahren, nach Duisburg. Und da muss ich auch auf dem Boden sitzen für die ersten 2 Stunden, bis der nächste ICE dann, bis ich umgestiegen bin. Junge, what the fuck? Also Rechner raus und nach 30 einer Jahre. Alternative gesucht. Basically. Unsere Arbeit war in vollen Zügen genießen, ja. Oh nee, der Witz war Duelo. Ich kann jede Pfeife nachpfeifen. Das Ticket wurde über die Jahre dann immer teurer, bis es dem Kind im Zug, das fängt einfach an zu pfeifen, komplett abgeschafft wurde. Oh no. Und ein Jahr später kam Corona. Überall ploppten diese komischen Zeichen über den Köpfen der Menschen auf und jeder lief plötzlich mit dick gepanzerten Anzügen rum, um sich vor dem sofort tötenden Virus zu schützen. Mein Sohn fängt an grün zu leuchten, meint er hat Corona. Vielleicht sollten wir auf die Türme schießen mit der gefährlichen 5G-Strahlung oder sie am besten gleich alle abfackeln. Ich bin zwar im 2. Monat vom Lockdown, aber ich werde dieser Zwiebel widerstehen. Toilettenpapier wurde plötzlich so selten in den Märkten wie schwarze Materie. Ich kann eh nicht krank werden, denn ich habe die Anti-Corona-Matratze. Und wie wär's, wenn wir die Klopapierpakete horten und dann für viel Geld auf eBay anbieten. Verkaufe ein einziges Klopapier. Ja, das sind halt alles... Warte, was? Ich krank werden, denn ich habe die Anti... Eine Corona-Resistance-Matratze für nur 15.000 irgendwas. Ja, geil. Super. Corona-Matratze. Und wie wär's, wenn wir die Klopapierpakete horten und dann für viel Geld auf eBay anbieten? Verkaufe ein einziges Klopapier. Ja, das sind halt alles eben so Dinge, die man während einer Pandemie so ein Stück macht. Papier. Zusammengefasst. Aber da ist die Frage, Chat, wenn ihr so ein Stück Papier kriegt, okay, und ihr müsst gerade richtig dringend scheißen während Corona, knüllt ihr oder faltet ihr? Auch mal die wichtigen Fragen im Leben beantworten. Die komplette deutsche Wirtschaft ist ausgelastet. Und dazu stiegen dann noch 2022 die Energiepreise. Und doch dann kam die deutsche Regierung auf eine geniale Idee, um falten. Den Bürgern zu helfen. Dem neuen Euro-Ticket. Ich bin auch ehrlich, falten, für bin die ich ehrlich. 3 Monate von Juni bis August soll man für nur 9 Euro jeden Regional- und Nahverkehrszug benutzen dürfen. Das Ticket sollte den Bürgern finanziell etwas unter die Arme greifen und als Belastungstest für die Deutsche Bahn dienen. Und zu zeigen, was der ÖPNV alles kann. Und vor allem sollte das 9-Euro-Ticket eines, und zwar ein Anreiz für die Autofahrer sein, um endlich mal etwas mehr mit dem Zug zu fahren und weniger den Straßen... Hatte der gerade einen O-Shirt an, der Bro? ...für die Autofahrer sein, um endlich... Oh ne, ist nicht NNO, schade. ...endlich mal etwas mehr mit dem Zug zu fahren und weniger den Straßenverkehr zu nutzen. Tatsächlich eine ziemlich gute Idee, um etwas für das Klima zu tun. Jedoch gibt es dafür auch andere Methoden. Denn Deutschland wird zu derselben Zeit von einer großen Welle an Klimaprotestanten getroffen. Und ich will hier jetzt kein politisches Fass aufmachen oder so. Ich sage nur, dass die Aktionen von Aktivisten manchmal verdammt lustig anzusehen sind. Seit Samstag Was sitzen 13 Wissenschaftler im Gefängnis. Schwarze Farbe an eine leere Wand werfen, mit orangenem Pulver ein paar Blumen zerstören. We're asking the government. G20
Gebt der Oma eine Gehaltserhöhung. Rote Beete-Saft eine Treppe runterschütten. Einen Teller mit Obst fallen lassen. Damn, Bro, that's crazy. Sich in einem Öltransporter festkleben, nur um danach zu bemerken, dass in dem Transporter eigentlich nur harmloses Speiseöl transportiert wird. Yeah, but that's cooking all. Wir haben nicht genügend Steine, my lord. Mit Fahrrädern auf einem Flughafen rumfahren. Die wilden Kerle. Können wir die nicht einfach überfahren? Nee, kann ich leider so nicht akzeptieren. Sich selber auf die Straße kleben und dann wochenlang mit einer Hand aus Beton rumlaufen. Edward mit den schweren Händen. Schere, Stein, Papier. Mist, wieder verloren. Seinen eigenen Protest ankündigen. Ich selbst werde jetzt am Freitag in den Sicherheitsraum des Berliner Flughafens gehen und damit dafür sorgen, dass der Flugverkehr gestoppt werden muss. Tomatensuppe auf ein Gemälde von einer Blume werfen. Ich werde dich rächen, Mr. Van Gogh. Sich festkleben und danach die Kleberpackung in den Gulli werfen. What if you wanted to go to heaven? Also, ist ja wirklich viel Bedarf und auch wichtig, Zeichen zu setzen, aber also, warum würdest du ein Gemälde mit Soße beschmieren? Klimaschutzprotest. Wie geil ist dieses Video? Hackweg. Eine große Mann, liebe Bro, welcome back. Kleben und dann vor den Augen von tausenden Menschen einfach in einen Abstellraum getragen werden. Sich in einem Durchfahrtstor vom Bundestag festkleben, was gar nicht mehr verwendet wird. Oh shit, holt mich jemand ab. Oder man sorgt dafür, dass Bahnfahren billiger wird und bewirkt damit, dass die ganze Umwelt von den steigenden Bahnfahrten profitiert, weil somit mehr Leute klimafreundlich von A nach B kommen können. Und so lag der Start des 9-Euro-Tickets nur noch einen Monat entfernt. Und eine Person macht einen schwerwiegenden Fehler. Der Pressesprecher von Sylt namens Moritz Luft sah, dass das 9-Euro-Ticket nun offiziell beschlossen wurde und sagte der deutschen Presse, dass die Touristeninsel Sylt ressourcenmäßig nicht optimal für das 9-Euro-Ticket ausgerüstet wäre, man sich vor einem Ansturm zu vieler Touristen fürchten würde und die Leute doch möglichst auf andere Reiseziele ausweichen sollten. Und so wurden in den kommenden Tagen zahlreiche Artikel veröffentlicht über den einzigen Ort in Deutschland, der den Medien vermitteln möchte, dass er Angst vor zu vielen Besuchern haben würde. Und um darauf Folgendes zu erklären, brauchen wir einen kurzen Ausflug in die Verhaltenspsychologie. Der sogenannte Streisand-Effekt besagt, dass man bei dem Versuch, eine Information oder Tat zu untersuchen, genau das Gegenteil erzielt. Zurückgehend auf die Schauspielerin Barbara Streisand, die 2003 einen Fotografen anklagte, der ein Foto ihres Hauses ins Internet stellte. Das Ganze bekam eine riesige mediale Aufmerksamkeit und jeder Mensch wusste plötzlich, dass dieses eine Bild ihr Haus in Kalifornien zeigte. Ein Bild, was davor von gerade mal 6 Menschen runtergeladen wurde. Auch genannt schlafende Hunde wecken. Sei es Beyoncé, die auf der Bühne in einer sehr unglücklichen Pose von einem Fotograf abgelichtet wurde und daraufhin dann das Bild aus dem Internet entfernen lassen wollte, nur damit diese Bitte dann von hunderten Medien aufgegriffen wird und es auf anderen Social-Media-Plattformen zum lang bestehenden Meme des Jahres wurde. I mean, wenn du eine Media auf der Tasse und es gefilmt wird, ist immer so ein schlechtes Bild dabei. Das geht ja gar nicht anders. Du bist halt in Bewegung so. Die Frau hat ja wahrscheinlich getanzt und gesungen. I mean. Das hat zu requesten ist halt, it's not gonna work out, it's not gonna be great. Oh, danke, die Kieron. Wird und das auf anderen Social-Media-Plattformen zum lang bestehenden Meme des Jahres wurde. China, die auf ihren Social-Media-Plattformen das Wort Winnie Pooh banden, nachdem zahlreiche Leute den Präsidenten von China mit der jahrealten Cartoon-Figur es geht nach Sylt, Chat, es geht nach Sylt. Sind hier auch Gefangene? Ein paar Leute. Denn Moritz will es nicht. Oder das Weiß-Magazin, welches Leute im Internet ernsthaft darum bat, doch bitte keine Memes aus dem politischen This is America Musikvideo zu machen. Wow, was kann da schon schief gehen? Also Leute, sendet auf keinen Fall Fußbilder an diese E-Mail. Und jetzt nehmen wir den Artikel mit der Aufschrift Sylt in Angst vor den 9-Euro-Urlaubern, der ganz unschuldig an einem sonnigen Mainachmittag seinen Weg in das große und weite Internet fand. Ticket kaufen? 9 Euro. Henrietta und Justus die Sommerfrische verderben? Unbezahlbar. BWL Justus muss besucht werden. Gab es kein Zurück mehr. Der Artikel verbreitete sich auf einmal auf Twitter wie ein riesiges, unaufhaltbares Lauffeuer. Und so wurden in Höchstgeschwindigkeit zahlreiche Memes erstellt über den bevorstehenden Sylt-Ansturm. Wirklich alles war dabei. Der Kampf um Mittelerde wurde Chat, war irgendwer von euch auf Sylt mit dem 9-Euro-Ticket? Irgendwer? Ist jemand von euch nach Sylt gefahren in der Zeit? Ich will's wissen. Jemand? Eine Person von euch? Irgendwer? Nach Sylt? Jemand? Ja, nein? Eine Person. Nein, nein, ja. Wirklich?
Du hast es getan? Ja, 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 ich, ja. Oh mein Gott. Ja, war dauernd, bin verhungert. Keine Ressourcen. Ja, verstanden. Vorstehenden Sylt am Sturm. Wirklich alles war dabei. Der Kampf um Mittelerde wurde plötzlich zum Kampf um Sylt. Die riesige World War Z-Zombie-Horde an Proleten, die Sylt stürmen werden. Sylt 2022 wird das Festival des Jahrhunderts. So ein Moshpit einfach auf Sylt, die ganze Insel, die ganze Küste. Mit den Leuten, die nach Sylt fahren, um dort reiche Menschen zu essen. In das deutsche Area 51, um auf der Insel BWL Justus zu befreien. Wie Gisela und Harald, wie sie ihren Strandkorb vor Proleten verteidigen müssen. Die Buben und ich auf dem Weg mit 5 Nuller Dosen, wie um dort reiche Menschen zu belästigen. BOV, du fährst nach Sylt. Sylt, ich komme! Zahlreiche Starter-Packs, Festival-Flyer und To-Do-Listen wurden für den heraufbeschworenen Sylt-Urlaub gepostet. Zahlreiche Boomer erhoben ihre Hände und leisteten ihren Beitrag mit viel zu vielen Kermit der Frosch-GIFs und Lach-Emojis unter den Twitter-Beiträgen. Hashtag Sylt landete erstmals in den Twitter-Trends. Und plötzlich machte sich die Deutsche Bahn über die Sylt-Idee lustig. Eine Stunde danach folgte dann der offizielle Arte-Twitter-Account. Dann Dr. Oetker. Für Kuchen und Sylt. Einfach Dr. Oetker. Und dann schrieben die Mainstream-Medien Artikel darüber, dass Leute mit dem 9-Euro-Ticket Sylt stürmen werden. Inklusive satirischen Postillon-Artikeln, die behaupten, würden, die Sylter hätten den Bahndamm bereits gesprengt, um Touristen anzuhalten oder die Züge dann bald mit Sitzen. Das Internet ist so wild, ne? Die Macht davon ist so teilweise nicht richtig greifbar und auf einmal ist alles getrollt, aber irgendwas stimmt trotzdem und dann weißt du nicht, was stimmt und auf einmal geht's nach Sylt, aber der Weg ist weggesprengt, dann aber was passiert, alles weird. Um mehr Platz zu schaffen. Und Tage später war dann das ganze Internet voll damit. Voll mit neugeborenen Memes, welche sich über die Tage durch jegliche Social-Media-Plattform zogen. Oder Fernsehsender, die zeigten, wie man am besten mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt kommt. Viele befürchten, dass mit dem 9-Euro-Ticket ab morgen das hier eintreffen wird. Und am 1. Juni 2022 war es dann schließlich soweit. Das 9-Euro-Ticket ging live auf jeglichen Servern in Deutschland. Doch erstmal Werbung. Endlich der berüchtigte Cola-See. Stopp! Hier trinkt keiner ungesunde Softdrinks. Trink lieber aus der Air-Up-Flasche, dann hast du endlich Wasser mit Geschmack. Air-Up! Oh nein, ich habe aus Versehen Air-Down getrunken. Was passiert mit mir? Warum habe ich eine Waffe in der Hand? Warum bin ich in diesem fremden Haus? Warum schmeckt mein Wasser gerade nicht nach Pfirsich? Bitte helfen Sie mir. Mit Air-Up kannst du dein langweiliges Wasser upgraden. Raid Shadow Legends. Air-Up! Wir berichten live aus Japan und Air-Up hat bereits eine ganze Stadt zerstört, während die langweiligen Softdrinks immer noch nur in der Wüste liegen. Hallo? Spreche ich da mit der Cola? Du Hurensohn. Hey, bleiben Sie stehen. Sie schmecken bestimmt sehr langweilig. Können Sie bitte das hier anziehen? Wow, jetzt schmeckst du nach Apfel. Dankeschön, Air Up. Was sagen die Bewertungen? Ich habe durch Air Up so viel getrunken. Ich kann jetzt Wasser bändigen. Wow, Thomas ist so cool. Muah. Muah. Erfüllt euch eure Träume mit der speziellen Air Up Flasche. Und gebt mir mehr Geld, 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 der Geld. Der Pader, das mitmacht, Alter. In der Videobeschreibung durch. Dann habt ihr außerdem einen riesigen Explosion. Erinnert Fieber, drum das Video mal wieder. Beleidigt eurem Geschmack jetzt Wasser. Ich habe eure IP-Adresse. Werbung, Ende. Bereits am ersten Tag des 9-Euro-Tickets wurden 1 Million Tickets erworben. Die Server der Deutschen Bahn sind nonstop abgestürzt und schon um 8 Uhr morgens sitzt die erste Person auf einem Bierkasten am Bahnhof vor Sylt und besäuft sich. Doch was passiert eigentlich, wenn man Bahnfahren für ganz Deutschland einfacher zugänglicher macht? Richtig, die Leute fahren mehr Bahn. Die Deutsche Bahn war anscheinend ziemlich überrascht darüber, denn bereits am Vortag vom... Wenn so eine Firma sagt, so, oh mein Gott, es war schon wieder Weihnachten, deswegen hatten wir frei und haben nicht damit gerechnet. Ja, Bruder, Weihnachten, I mean, ja... 9-Euro-Ticket, wer hätte erwartet, dass Leute kommen? Es ist einfach unerwartet. Die Leute fahren mehr Bahn. Die Deutsche Bahn war anscheinend ziemlich überrascht darüber, denn bereits am Vortag vom 9-Euro-Ticket verkündigten sie, dass die Bahn nicht auf die bevorstehenden Menschenmengen vorbereitet wäre und sie keinerlei Kapazitäten mehr übrig hätten. Die Bahn selber spricht von einer stabilen Lage deutschlandweit. Genervt, frustriert, verspätet und immer noch nicht am Ziel. Der lange, steinige Weg nach Sylt. Die Tür vorne rechts geht nicht mehr.
nicht mehr zu, ich komme auch nicht raus. Überfüllte Bahnhöfe, überfüllte Züge, abgewiesene Passagiere. Stabilen Lage. Die Bahnhöfe waren auf einmal voller Leute mit 9-Euro-Ticket in der Tasche, die plötzlich irgendwo mit dem Zug hinreisen wollten. Dabei waren genervte Pendler und Arbeitende, die eh mit dem Zug fahren mussten. Rentnergruppen, die mit orangenen Warnwesten und ihrem super neuen X3S Tracking Bike mit 5 Flaschenhaltern und Rückspiegeln plötzlich eine Fahrradtour quer durch Deutschland machen wollten. Personen, die mit ihren kiloschweren 5 Koffern, bewaffnet mit Chibo Survival-Ausrüstung und 13-mal Zug umsteigen, in den Urlaub fahren wollten. Nicht ohne meine Stadt. Das war so eine richtige Zeit, wo ich einfach so richtig dankbar war, dass ich Homeoffice habe, dass ich einfach nicht die Tür verlassen muss. Chat, wie viele von euch mussten zur Arbeit oder zur Uni oder zum Streichelzoo und warten währenddessen einfach permanent? Oh, das volle Bude. Muss ja schrecklich gewesen sein, ne? Muss schrecklich gewesen sein. Einsammlung! Die klassischen Ballermann-Touristen, die einfach nur zum Saufen dabei waren. Wie lange seid ihr denn schon? Der Typ, der nach 3 Sekunden sein MacBook Pro inklusive WLAN-Router und Spielkonsole auspackt. Look at this fucking bullshit. Der Passagier, der bereits eingeschlafen ist, bevor die Bahn überhaupt losgefahren ist. Und natürlich die Leute, die einfach nur mit dem Zug fuhren, weil man jetzt billiger mit dem Zug fahren konnte. Es kommt zu teils chaotischen Szenen. Viele Deutsche nutzen das lange Pfingstwochenende für einen Kurzurlaub. Die Züge kamen teilweise so voll an, dass kein einziger Mensch mehr einsteigen konnte. Und die Bahngleise füllten sich mit Menschenmassen. Ich hab keinen Bock mehr, ich schmeiß alle raus und dann sollen sie mir alle am Arsch lecken. Züge waren teilweise sogar zu voll, um überhaupt weiterzufahren und Menschen fingen an, an den Bahnhöfen ihre Zelte aufzuschlagen, sich irgendwie die Zeit zu vertreiben oder sich um Sitzplätze zu prügeln. So lange, bis die Polizei kommen musste, um die Leute entweder gewaltsam aus den Zügen zu entfernen oder den Mitfahrern deutsche Bahngutscheine anboten, wenn sie dafür aus dem Zug steigen würden, um Platz zu schaffen. Wenn nicht genug Leute freiwillig aussteigen, dann entscheidet die Polizei aussteigen. Eltern mussten ihre Kinder in einigen Fällen oben auf die Gepäck Ablage legen. Berichte von zahlreichen Leuten, die bei der Hitze einfach umgekippt sind und das Bewusstsein verloren. Schlagzeilen von Frauen und Kindern, die sich in den Regionalzügen in die Hose machten. Das sind drei Regeln, liegst einfach oben drauf. Einfach weg mit dem Vieh. Einfach mal schön da oben reinballern. In die Gepäckanlage rein, passt schon. Geil. Die Toiletten überfüllt waren. Ich habe all mein Geld verloren. Und die Leute, die im ICE saßen und sich alles von außen anschauen konnten, hatten währenddessen die Zeit ihres Lebens. Wieso nehmt ihr nicht einfach eine Tasse beruhigenden Jasmin-Tees zu euch? Bilder von zerstörten Zügen machten in Social Media die Runde. Doch keine Sorge, das waren nur mal wieder Fußballfans. Und ironischerweise haben viele Leute wieder angefangen, das Auto zu benutzen, weil die Züge so extrem voll waren. Gut gemacht, wir haben den Klimawandel verwirrt. Und je mehr Tage vergingen, desto angenehmer wurden auch die Zugfahrten. Leute haben von A bis Z wirklich alles mit in ihren Urlaub genommen, um sich das Leben irgendwie leichter zu machen. Es wurde mehrfach gegrillt im Zug und das Bier durfte natürlich auch nicht fehlen. Sausheide! Die verschiedensten Tiere sind im Zug mitgefahren, also wirklich alle Tiere, die irgendwie noch Platz fanden. Esel mit! Und falls du den Zug nehmen wolltest, er sich aber verspätete, kann das natürlich am 9-Euro-Ticket liegen. Oder an der Frau, die sich dazu entschloss, einen Spaziergang auf den Gleisen zu machen, weil ihr Zug nicht kam und dafür sorgte, dass 2 Züge eine Vollbremsung machen mussten. Insgesamt 58 Züge kamen dadurch zu spät. Der Typ, der mit seinen Freunden eine Pizza an den nächstliegenden Bahnhof bestellte und dadurch 15 Minuten lang die Tür blockierte, damit er eine Pizza im Zug essen kann. Nein, hat er nicht... Das ist doch nicht, also für 15 Minuten, da ist doch irgendein Passagier zu dem hingelaufen, hat ihn eine geklatscht und die Tür zugemacht, weil er eine Pizza mitnehmen will. Der wartet auf den Lieferando-Dude. Like, no joke, und blockt dabei die Tür. Das haben die Leute zugelassen für 15 Minuten. Bestellte und dadurch 15 Minuten lang die Tür. Er muss ein 2 Meter großer Schrank gewesen sein. Blockierte, damit er eine Pizza im Zug essen kann. Ich kann bei Dr. Oetker Pizza im Bordbistro, um solche Vorfälle zu vermeiden. Der Mann, der dachte, dass man mit dem 9-Euro-Ticket auch bei Güterzügen mitfahren kann und einfach so in einen Kohletransporter bis nach Magdeburg fuhr, nur um dann dort von der Polizei gefasst zu werden. Hey, TTIP ist TTIP. 12 Züge hatten dadurch eine Verspätung. Oder weil sich 2 Männer wegen eines Sitzes... Weil der eine Pizza haben wollte! Weil auch einfach... Was bist du für ein Mensch, wenn du glaubst, so deine Zeit jetzt so, dass du eine Pizza essen kannst, während du im Zug drin sitzt, ist es wert, dass alle anderen warten müssen. Allein der Gedankengang. Und dann der Fakt, dass keiner dem Typen eine gepfeffert hat. Dass keiner hingelaufen ist, der mir einfach eine Schelle gegeben hat, dem Dude. Und dass der Zug dann weiter, das ist doch unglaublich. So, wie geht sowas? Weil der eine Pizza wollte, ich kann das nicht.
des Platzes geprügelt haben. Oder weil sich zwei Männer wegen eines verschütteten Kaffees geprügelt haben. Eine Flutwelle, die die Ausgänge und Elektronik am Bahnhof lahmlegte. Irgendjemand seinen komplett fremden Zug bei Würzburg abstellte, bei dem kein Unternehmen wusste, wem er gehört. Klar, jemand hat wohl aus Versehen seinen eigenen tonnenschweren Güterzug abgestellt. Passiert doch mal. Heißt also, was? Die Deutsche Bahn ist schon wirklich sehr schlecht. Doch manchmal sind doch einfach andere Menschen schuld. Jemand hat einen Zug abgestellt und keiner weiß, wem der Zug gehört. Wie kann man nicht wissen, wem der Zug gehört? Das muss doch, allein das Baumodell oder so, keine Ahnung, muss doch klar definiert sein. Und dann, wie kann der Zugführer einfach den random irgendwo abstellen? Was passiert in Deutschland? Warum ist das Stream jetzt mit eigenen tonnenschweren Güterzug abgestellt? Passiert doch mal. Heißt also, die Deutsche Bahn ist schon wirklich sehr schlecht. Doch manchmal sind doch einfach andere Menschen schuld. Und dann gibt es natürlich noch die Geschehnisse um Sylt herum. Ja. Moin Moin und herzlich willkommen auf dem Sylt-Shuttle. Nun, was ich vorher nicht erwähnt habe, ist, dass die Idee, Sylt zu stürmen, auch eine sehr große Popularität auf Reddit bekam. Und um zu verstehen, warum jede verrückte Geschichte erst beginnt, sobald Reddit davon hört, brauchen wir erstmal einen kleinen Crashkurs für Reddit Deutschland. Germans on Reddit every time they talk be like Sauerkraut, Autobahn, Currywurst, Blitzkrieg, Brezel. And it's fucking hilarious. In jedem deutschen Subreddit herrscht die ungeschriebene Regel, dass alles auf Deutsch formuliert werden muss. Shitposting wird Scheiße frustrieren genannt. Memes heißen Maymays. Ah, fick, hier gehen wir erneut. Und falls du mal wieder das Gym am Hitten bist, und dann hast du eigentlich nur das Gymnasium geschlagen. Natürlich gibt es da in deutscher Manier auch eine ganze tabellarisierte Legende für. Und so gibt es für fast alles einen Subreddit. r/Mauerstraßenwetten, falls man versucht auf schnellstmögliche Weise wieder sein Geld zu verlieren. Asymmetrisches Eierpattern bei GameStop, muss ich wohl weiterarbeiten gehen. Schade. r/IIL, um einfach nur Memes zu posten. Josef, wir müssen kochen. Okay, Brudi Mongo, falls man einen etwas höheren Anspruch bei Memes hat. Dresden. Bum, bum, bum. Oder jegliche Subreddits für die verschiedensten Städte in Deutschland, die eigentlich nur dafür da sind, um sich über die eigene Stadt lustig zu machen. Hey Leute, was war in eurem Adventskalender drin? Und falls man aus Versehen mal doch auf Englisch schreibt, wird man sehr liebevoll mit einem Sprich-Deutsch-Du-Hurensohn darauf hingewiesen. Und sobald Deutschland auf Reddit nur für... Also ich bin seit Jahren ein aktiver Redditor, vor allem im League of Legends Subreddit, aber ich benutze actually null deutsche Subreddits, also gar nicht. Aber dieses Sprich Deutsch, du Hurensohn, kennt glaube ich trotzdem jeder. Also das ist sehr populär, ja, das stimmt. 0,3 Millisekunden in einem internationalen Subreddit zu sehen ist, oder man sich auf Reddit mal wieder über die deutsche Sprache lustig macht. Haha, ihr nennt das wirklich Mutter. Oh mein Gott. Ist die Kommentarsektion in Höchstgeschwindigkeit Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Und alle englischen Kommentare werden sofort runtergevotet oder bestückt mit einem Sprich Deutsch, du so. Klassiker, ja. Selbes wird auch gerne in den Kommentarbereichen auf YouTube gemacht oder wenn man bei r/plays als Streamer auf die glorreiche Idee kommt, sich mit den Deutschen anzulegen. What is this? Sprich Deutsch? Germany, I was not, listen, I did not want to... Sprich Deutsch, sprich Deutsch, sprich Deutsch, sprich Deutsch, sprich Deutsch, du Hurensohn. Oder hier eine etwas ältere Geschichte, die das Verhalten der deutschen Reddit-User sehr gut verdeutlicht. Am 5. August 2019 postete ein holländischer User ein deutsche verspottendes... Was ist mit Sylt? Ich will auf Sylt jetzt zurückkommen, bitte. ...größten Meme-Subreddit IIL. Sorry, ich verstehe kein Frikadellenbrötchen. Die Deutschen waren empört darüber und wehrten sich daraufhin in typischer Manier mit ein Dutzend deutschen Memes im holländischen Meme-Subreddit IIHE. Jo, was zum Fick? Der Holländer namens Kilt Mufasa, Reddit IIHE. Jo. Blauäugiger weißer Amtor. Dieser legendäre junge Rentner ist eine mächtige Zerstörungsmaschine. Er ist buchstäblich unbesiegbar. Nur wenige haben diesen furchteinflößenden Kreatur gesehen und lang genug zugehört, um davon zu berichten. 69420. Der blauäugige weiße Amtor mit eiskaltem Blick. Oh, was zum Fick? Der Holländer namens Kilt Mufasa postete im Anschluss darauf dann ein Meme, das zeigte, dass die durchschnittliche Penisgröße in den Niederlanden... Das ist eine Macherantwort, ist eine Macherantwort. 1 Zentimeter länger, Bruder. Um 1,39 Zentimeter größer ist als die der Deutschen.
Ah, das ist ein starkes Comeback. Sind meine 3 cm also weniger schlimm als dort. Der deutsche Redditor B. Dominik war nach diesem Meme sehr wütend, warum auch immer, und postete eine Kriegserklärung an die Holländer im deutschen Subreddit und kündigte die Operation Blitzkrieg an, bei der das ganze holländische Subreddit mit Scheißepfosten geflutet werden sollte. Daraufhin gab es einen riesigen Hagel an Memes auf die gegnerische Community. Was in der Schnitzelfuck ist hier an der Hand? Bis der Holländer namens Chad van der Kok ein Meme hochlud, wo beide Subreddits gemeinsam auf das englische Subreddit namens Me in Real Life schossen. Und dieses Meme war ein Friedensangebot. Und darauf folgte dann die offizielle Friedenserklärung zwischen den Niederlanden und Deutschland, um zusammen einen ganz neuen Gegner anzugreifen. Habt ihr Bedalo-Memes? Und so warteten beide Parteien, bis die Amerikaner ins Bett gingen, um über Nacht eine der größten Subreddits der Welt gemeinsam mit fremdsprachigen Memes zu befeuern. Es war wieder Zeit, Krieg zu führen. Oh mein Gott, was ist passiert hier im Internet? Ist ich ja hätte so nie verrückt. Gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem Niederländer sterbe. Ich verstand, der ging bank, wann Ulbulken. Ich habe kein Wort verstanden. Und am nächsten Morgen wachten die Amis auf und das ganze Subreddit sprach plötzlich 2 komplett andere Sprachen. Die Leute sahen etwa das Äquivalent zur Minecraft-Enchantment-Sprache, hatten plötzlich extreme Angst vor dem mysteriösen Buchstaben Ö. 28 Tage bezahlter Urlaub. Das metrische System. Celsius. Everything seems to be in Dutch or German. What the fuck is happening? Deutsche und Niederländer, wie sie ihre eigenen Memes hochvoten. Das ist unsere Bundeskanzlerin. Das ist er heute. Fühlt ihr euch schon alt? Ich, wie ich alles hochvote, obwohl ich kein einziges Wort verstehe. I'm doing my part. Nederland zu Pannenkuchen. Guten Morgen. Konnten den Subreddit für gefühlte 2 Wochen nicht mehr benutzen, weil alles englischsprachige runtergevotet wurde. Oder auf jegliche Versuche ein Sprichdeutsch, du Hurensohn, folgte. Oh mein Gott, der wurde ermordet. Und das polnische Subreddit hatte aufgrund der deutschen Invasion plötzlich ganz schön Angst um sein Leben. Und ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum. Oh nein, oh Mann, die Schnitzel kommen. Und dann gibt es noch den Mittwochsfrosch, der ursprünglich eigentlich aus dem Amerikanischen kommt. It is Wednesday, my dudes. Und durch den User I Fuck Your Mama vor 6 Jahren ins Deutsche geholt wurde, nachdem er eine Oktoberfest-Version von dem Breitmaulfrosch postet. Und der übrigens wirklich sehr interessante Geräusche von sich geben kann. Und ab da war der Frosch offizielles deutsches Staatseigentum. Mittwoch. Seit Jahren läutet der User Small Lebowski den Mittwoch mit einem neu gezeichneten Bild von den Fröschen ein. Mal mit passendem Bezug zum deutschen Zeitgeschehen, mal mit Anspielungen auf Spiele oder Serien. Hey, ihr da, es ist endlich Mittwoch. Und manchmal ist es einfach nur Kunst. Und das jedes Mal mit der Aufschrift, es ist Mittwoch. Meine Kerle. Und dann gibt es noch die nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg-Sticker? Von Standorten wie den 7 Weltwundern bis zu den höchsten Bergen der Welt, einer beliebten Netflix-Serie oder in die Fotos von Influencern, die anscheinend relativ bekannt sind. Kein Plan, wer das ist. Nett hier, aber waren sie schon mal am Esslinger Bahnhof? Hey Sauron, warst du eigentlich mal in Baden-Württemberg? Hey, danke, Blaze, also, fürs zweite Dutzend. Reddit danke, Deutschland bietet den absolut perfekten Nährboden für Aktionen wie: Hey, Leute, lasst uns alle Sylt mit dem 9-Euro-Ticket stürmen. Erst machte die Idee die Runde im deutschen Meme-Subreddit. Dann wurde der Subreddit Sylt 51 erstellt, wo taktische Pläne und Karten sehr aufwendig mit Windows Paint erstellt worden sind. Nice. Also wir haben einmal im Norden von Sylt die sehr populäre Reggae-Bucht. Etwas weiter südlich gibt es dann Brüllen ohne Noten, um Leute zu verärgern. Und dann kommt hartes Metall und ich bin mir sicher, da soll einfach nur schweres Eisen rumliegen. Und natürlich im Osten das errichtete Lager für Nachschub. Und die Pedalo-Fahrer fahren auf den Zügen über den Hindenburg-Damm im Osten und die 5-0er-Dosenbier-Lieferung über das Schiff kommt vom Norden. In deutscher Manier wurde auch in Höchstgeschwindigkeit der Ort ermittelt, der die kürzeste Distanz zu den 3 Grundbedürfnissen Aldi, Burger King und Toilette gewährleistet. Natürlich gab es auch einen passenden Nettier-Sticker zu Sylt. Gut, immerhin NNO, muss man ja auch, ne, Spuren hinterlassen. Aber eine Frage bleibt noch offen. Warum eigentlich Sylt? Nun, ja, wegen Moritz. Sylt ist eine kleine, aber feine Insel und liegt im Norden von Deutschland, deutlich abgeschottet von dem Rest der Bevölkerung und ist somit nur mit dem Zug über den wunderschönen Hindenburg-Damm zu erreichen. Verpiss dich, Möwe! Und falls du zufällig einen Privatjet rumliegen hast. Oh
Mann. Doch im allgemeinen Sprachgebrauch ist Sylt bekannt dafür, die Insel der prominenten, schönen und reichen Menschen zu sein. Ein beliebter Spaß bei Touristen ist hier das Porsche-Zählen. Wohlhabende kaufen sich für riesige Summen ihre Häuser dort, spielen Poloturniere mit anderen Reichen oder Politiker, die sich mit Bundeswehr-Hubschraubern dorthin manövrieren lassen, um einfach nur ein bisschen Urlaub am Strand zu machen. Die teuersten Autos werden dort gefahren. Und falls du nicht mindestens 4 Uhren an deinem Handgelenk trägst, müssen wir dich leider mit Geldschein bewerfen. Ja, ich lasse mein Kapital für mich arbeiten. Man kann also gut nachvollziehen, warum ausgerechnet Sylt als Ziel gewählt wurde. Und so wie es kommen sollte, kehrten am ersten Tag des 9-Euro-Tickets bereits am frühen Morgen die ersten Leute auf Sylt ein. Und zwar Punks. Eine Gruppe von Asozialen und Pöblern, die einfach nur da waren, um Chaos zu stiften und sich vor den Gesichtern der Reichen zu betrinken. 500 Punks erobern die Insel der Besserverdienenden. Wenn es zum Atomkrieg kommt, dann kommt es von der japanischen Seite. Du bist mit 9 Euro. Okay, ja. Japan. Reichenabfahrt. Okay, ja. Saufen, aber keinen Stress machen. Nein, ihr Fotzen! Heute schon gelacht, aber! Kim Jong-un! Ich kann mich an die Mimik nicht mehr erinnern. Ich habe noch kein Meer gesehen. Hallo! Wir sind angekommen auf Sylt! Da mal mit einem Magneten durch die Menge laufen. Die anliegenden Restaurants und Läden verloren durch das plötzlich komplett andere Klientel sofort an Besuchern. Und Sylter fing an, für die nächsten Tage die komplette Gegend, die zufällig auch genau das Stadtzentrum war, zu meiden. Gucken Sie sich den Kaufmann mal an. Wer geht denn da jetzt noch rein? Die Punks haben sogar vor dem 9-Euro-Ticket Bier zu den naheliegenden Amazon-Lockern auf die Insel bestellt, damit sie es nicht im Zug transportieren mussten. So klug! In den Brunnen und um Geld wurde halt eben innerhalb von 2 Tagen waren knapp 600 Euro. Und natürlich kam auch die andere Masse an angekündigten Menschen in Sylt an, die einfach nur Lust hatte zu feiern. Sylt, willkommen, Sylt, willkommen! Trinkspiele auf der Promenade. Wo sonst Familie verlieren? Oh mein Gott. Aufs Festland zu wollen. Ist dann wirklich, welche von euch waren auch da? Like legit, es ist ja so crazy. Dann kann es natürlich ein bisschen chaotisch werden hier. Je später der Abend, umso ausgelassener die Stimmung. Und ich bin Tom und ich bin auch 18 Jahre alt. Ich bin auch hier auf Sylt. Hallo Tom. Wir machen Meile jetzt auf Sylt. Wir wären niemals auf die Idee gekommen, nach Sylt zu fahren, wenn Sylt nicht so geschrien hätte, wir wollen euch hier nicht haben. Wo seid ihr Idioten? Die Anwohner von Sylt waren nicht glücklich über die neu dazugekommenen Besucher. Ja, ich finde es eigentlich schon katastrophal. Oh, ihr Scheißwichser! Komm mal, was machst du da? Das ist wie lustig, aber ich kann die Antwort auch ein bisschen verstehen so. Es ist schon lustig, aber wenn das Internet einmal angefangen hat, Fahrt aufzunehmen, du hast ja nicht unbedingt was mehr zu tun, aber dein komischer Bürgermeister sagt, komm bitte nicht nach Sylt, auf einmal wird das gemimt und es wird groß und, I mean, ja, es ist schon eine kleine Dampfwalze, die du über deine Insel rüberfahren kann. Ist schon heftig, ne? Ist schon heftig. Die hängen hier rum auf Staatskosten und machen nur noch Schaden. Aber der Brotschild. Es waren nicht die tausende Menschen da, wie eigentlich angekündigt, aber große Liebe Rekorde Tolkien zu brechen, war auch niemals das Ziel. Geschlafen wurde in Zelten oder Schlafsäcken auf den Dünen oder einfach bei warmem Wetter am Strand. Man buddelte Löcher am Sand, um seine Dominanz zu zeigen, und neben einem Gruppenbild mit allen Beteiligten, die da waren, und nein, brauche ich nein, Bro, Schildern als Erinnerung an die gute Zeit, hisste man eine Plastiktüte, um allen Reichen zu zeigen, dass Sylt endgültig von dem niedrigeren Volk erobert wurde. Und als Friedenserklärung zwischen den Punks und den Redditern wurde sich in guter Manier in das pinke Prinzessinnen-Freundebuch eingetragen. Geil! Mein Wunsch für die Zukunft ist Anarchie. Kiffen, 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 kiff. Mein Lieblingsschulfach. Phineas und Ferb. Mom! Mein Foto. Meine Unterschrift. Meine Hobbys sind saufen, saufen. Am Kindergarten chillen, saufen. Und nach einiger Zeit ist die meiste Masse an Menschen wieder weggefahren. Doch es gab noch ein Problem. Die Punks hatten vor, zu bleiben. Immerhin waren sie die einzigen, die nicht zurückfahren mussten, um wieder arbeiten zu gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und da sie keinen Platz zum Schlafen hatten, wurde erstmals auf der Straße übernachtet, bis die örtliche katholische Kirche den Punks anbot, auf der Wiese vor dem Gotteshaus zu schlafen, mit der Bedingung, dass die Punks jeden Morgen aufs Neue beim örtlichen Gottesdienst antraten. Okay. Wir haben uns alle heute hier versammelt, kommentiert vielleicht? Um über unseren Lord und Retter Jesus Christus zu sprechen.
Junge. Und so wurde am naheliegenden Park ein Camp errichtet, in dem die Punks die nächsten Monate die Insel aufwerten. Monate? Sollten. Aufkommende Meinungsverschiedenheiten werden schnell nonverbal geklärt. Heute Monate? Punks. Es ist schmutzig, es ist dreckig, es ist nicht sauber. Doch eigentlich wurde nur den ganzen Tag rumgegammelt und Musik gehört. Ein Punker hat sich aus Versehen mit Desinfektionsspray besprüht. Ist das die Definition von Punks? Dass sie einfach nichts tun und chillen und dann Bier trinken und dann Party machen oder was? Oder wie? Ist das nicht mega langweilig? Oder was? Wie, hä? Ist das so, Chat? Ja. Nein. Ja. Ja. Und dann haben die auf der Wiese gezeltet. Ja, gut. Selbst angezündet. Ah, es ist der Teufel! Und die Leute vom Camp bekamen sogar Besuch. Ein Politiker fuhr mit Polohemd zum Camp und führte mit den Diskussionen oder machte den Punkern Jobangebote, was jedoch eine sehr geringe Resonanz bekam. Oder Gregor Gysi, der eine große Debatte anzettelte und versuchte, die Bewohner von Sylt und die Punks auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Ich kriege 50 Euro. Nichtsdestotrotz gab es über die nächsten Wochen insgesamt 450 gemeldete Ruhestörungen, wodurch der Initiator vom Camp dann später 10.000 Euro blechen musste. Und nach einiger Zeit wurde das Camp dann von der Polizei geräumt. Also die Kirche muss 10.000 Euro blechen. Die Punks hatten jedoch angekündigt, wiederzukommen. Und um das zu verhindern, baut die Gemeinde Sylt über die nächsten Monate eine riesige Kunstinstallation mit Wikingerschiffen, Statuen und gigantischen Blauwalen, die in der Nacht Wellengeräusche und Walgesang von sich geben sollen. Quasi gemeint als defensive Architektur, ungebetene Gästesang von sich geben sollen. Quasi gemeint als defensive... Wenn Sie denn noch nicht berichten, aber das über den eingezäunten Meeresbewohnern, ja... Stichwort defensive Architektur. Kunst, die es einem ungemütlich macht. Ach so. Quasi wie diese, wenn so eine Taube, wo landen will, dann sind so eine Spikes, ne? Das ist quasi bloß gegen die Punks aufgerichtet worden. Und mit feiner Sylter Art natürlich mit Meereskulturen und Gold und den Wahlen. Mit Meeresgeräuschen, Statuen und gigantischen Blauwalen, die in der Nacht Wellengeräusche und Walgesang von sich geben sollen. Quasi gemeint als defensive Architektur, um ungebetene Gäste fernzuhalten. Selbes wird übrigens auch am Hamburger Bahnhof mit klassischer Musik gemacht, um Junkies und Drogensüchtige abzuschrecken. Okay, dann spritze ich mir halt kein Heroin. Und somit ging auch langsam das 9-Euro-Ticket zu Ende und der deutsche Nahverkehr kehrte wieder... Mozart hat ihn gerettet, Bro! Mozart und Beethoven retten den Bro! Geil, Mann! Ein bisschen Strauß und Wagner reinballern, einfach kein Heroin heute Abend. Statt 40 mal nicht spritzen. Geil. Normalität zurück. Deutsche Fahrscheinkontrolleure standen wieder um pünktlich 0 Uhr 1. Liebe, geil, einfach wunderschön. Und von 83 Millionen Einwohnern in Deutschland haben ungefähr 50 Millionen Menschen das 9-Euro-Ticket benutzt. Der Klimaaspekt war jetzt nicht so groß, dass in der Stadt wieder Dschungelpflanzen anfingen zu wachsen. Jedoch wurde durch das Experiment ein Stein ins Rollen gebracht, der Monate später in dem heute existierenden 49-Euro-Ticket oder auch Deutschland-Ticket münden sollte. Und somit geht die Zeit des 9-Euro-Tickets als wichtiger Bestandteil in die deutsche Internetgeschichte ein. Eine Geschichte, die zeigt, was eine einzige Schlagzeile so bewirken kann. Tja, welcher Mensch auf der Erde hätte wohl gedacht, dass mehr Leute Bahn fahren, sobald man das Bahnfahren billiger macht? Wow. Imagine, Bahnfahren wäre nicht teurer als Fliegen. Wow, I mean, honestly, dieser Dude, das sind die most insane Videos auf YouTube. Also wirklich insane. Jules ist ja so, also es ist absolut insane. Es ist absolut, absolut insane. Jedes Mal, wenn ihr das recommended, Chat, also die, ich ballert die Emotes oben drauf. Alter. Hat Laser schon reingepostet vor fast einer Woche am 3. Junge. Das war ein reiner Fiebertraum. Mein persönlicher Favorit war bei weitem Niederlande und Deutschland gegen Mia, ja, das andere Subreddit. Das ist einfach bei weitem das Beste. Das war bei weitem das Beste. Allein auch diese also, I don't know, mit dem kleinen Penis, weil die dann den größeren Penis haben on average als Deutsche und dann peng, das Friedensangebot, das war der beste Part des Videos. Das war einfach sehr lustig, weiß ich nicht. Penisgröße in den Niederlanden um 1,39 cm größer ist als die der Deutschen. Lol, hier sind meine 13. Ah, ist einfach zu geil gewesen, auch das, I don't know. Das Video war fucking wild. Geflutet werden sollte. Daraufhin gab es einen riesigen Hagel an Memes auf die gegnerische Community. Was in der Schnitzelfück ist hier an der Hand? Bis der Holländer namens Chad Van der Kock ein Meme hochlud, wo beide Subreddits gemeinsam auf das englische Subreddit namens Meme. So smart, einfach gemeinsam Gegner finden. Junge, dieser Herr Thundercock, der ist einfach Politiker. In real life schossen. Und dieses Meme war ein Friedensangebot.
Und darauf folgte dann die offizielle Friedenserklärung zwischen den Niederlanden und Deutschland, um zusammen einen ganz neuen Gegner anzugreifen. Habt ihr Pedalo? Du hast so smart getimt, einfach warten, bis die Amis schlafen, Zeitverschiebung ausnutzen und dann das Subreddit erobern. Like, so klug und intelligent, diese Niederländer und Deutschen, ist ja verrückt. Und so warteten beide Parteien, bis die Amerikaner ins Bett gingen, um über Nacht eine der größten Subreddits der Welt gemeinsam mit fremdsprachigen Memes zu befeuern. Es war wieder Zeit, Krieg zu führen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem Niederländer sterbe. Ich verstand, er ging bang beim Ultbuitni. Was sagt im Chat, was sagt der niederländische Legolas da gerade? Kann jemand das verstehen? Seite an Seite mit einem Niederländer sterben. Ich verstand, er ging bang beim Ultbuitni. Ich verstand, er ging bang oder was? Was sagt der niederländische Legolas, hä? Seite an Seite mit einem Niederländer sterben. Ich verstand, er ging bang beim Ultbuitni. Man kann ja tatsächlich Niederländisch richtig leicht lesen. Also so Zeitung lesen easy, aber verstehen unmöglich. Ich habe kein Wort verstanden. Okay, also ist einfach Counter-Badge, ja? Ich verstehe in der Wand. Haben wir Chat? Haben wir Niederländer im Chat? Haben wir Niederländer im Chat? Niederländer sterben. Ich verstand, der Ginbank war ein Ultboikni. Wer weiß. Das ist fucking wild. Ja, richtig, richtig geiles Video. Also, danke Laser für die Rekommendation.